So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Nach langer Zeit, na, wir hatten ein paar andere Sachen zwischendurch, aber ich habe das Projekt natürlich nicht vergessen. Und auch das will noch zu Ende geführt werden. Ich schätze auch mal, da fehlt uns noch einiges. Ich glaube nicht, dass wir. Ja, doch, ich hoffe mal, 50% werden wir schon haben, hoffe ich mal. Also auch mit allem Bonuskram. Es wäre sehr wünschenswert, dass wir 50% schon haben. Aber wir werden sehen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke jetzt einfach auf Fortsetzen und lass mich überraschen, wo wir stehen. Da fehlt uns noch ein Krogsamen. Was willst du von mir? Schieß die Gilde. Achso, weil wir haben relativ viel Geld haben wir tatsächlich gerade. Hier blinkt nichts, hier kann ich nichts tun. Da unten ist die nächste Hauptmission. So, das ist mir klar. Versteck der Jägerbande. Das ist mir klar. Die wird auch sicherlich eine Weile dauern. Die Frage ist halt, haben wir noch vorher irgendwelche Missionen, kleine Missionen, die wir erledigen könnten. Aber ich glaube, ich habe wahrscheinlich da aufgehört, wo alle kleinen Missionen erledigt waren, ne? So sieht das jetzt aktuell aus für mich. Ne, hier ist eine kleine, die ich noch nicht gemacht habe. Okay. Natürlich nicht mit der Fee, sondern mit Linky. Und dann Arena einfach, empfohlener Level 30. Ja, dann auf geht's. Ach so, haben wir. Ich guck kurz, ob wir. Ne? Juhu! Wie viele Waffen ich so. Yo. Aber will ich das jetzt kombinieren oder will ich es einfach verkaufen? Das ist halt die Frage. Eher einfach verkaufen, ne? Den ganzen Quatsch da. Weg, weg. 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 Alles weg. Weg da ganze, lass mal. Aber diese ganzen komischen Sachen wie Router und so, was will ich damit? Reise Zweihänder, so. Zahnschienen Langschwert habe ich zwei Stück, dann kann das 21er auch raus. Bockstock, was will ich damit? Reiseschwert, was will ich damit? Die lassen wir, das sind die Dings-Items. Okay. Dann weg mit dem Zeug. Jo. Da ist nichts voll. Das ist okay. Okay, sollten wir mal kombinieren demnächst. Okay. 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 Und die Fee. Ja gut, die sammelt gerade erst irgendwas. Okay, gut, jetzt auf in die Arena. Aufbrechen. So, wahrscheinlich einfach Kampf, 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 ne? Wenn es die Arena ist, an die ich denke, ist es wahrscheinlich einfach nur in der Arena selbst. Ein Kampf nach dem anderen. Mal gucken. Ach ja. Ich habe ihn schon fast vermisst. Den Ladebildschirm. Ach so, die ist so eine Arena. Yo. Ich habe halt einfach keine Ahnung mehr, wie man spielt. So spielt man. Ich weiß es wieder. Ja, nice. Der war gut.
Der war auch gut. Zack, ab dafür. Bam. So. Sonst noch irgendwelche Fragen, du dummes Ding. Mach dich weg. Yay. Weiter. Oder auch nicht weiter. Ach so. Es geht tatsächlich einfach weiter. Was ist jetzt aufgetaucht? Ah ja. Kann ich nochmal dafür sorgen, dass dem sein Auge rausfällt? Geht hier doch bestimmt auf. Ja, was, wohin ziehst du denn? Das war die falsche Taste. Das war die richtige Taste. Ab dafür und zurück zum Empfänger. So. Eine Nebenmission noch gemacht. Jawohl. Neues auf. Okay, sehr gut. Dann denk... Ah, da unten ist noch eine Mission. Hauen wir die auch noch rein. Bitte des Gasthausbesitzers. Jawohl, wir rennen einfach durch. Alles gut. Easy. Zack. Los geht's. Wir rennen einfach alles durch. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob es da einen Grog gibt, aber wird schon nicht. Es ist so selten, dass es in den Missionen Grogs gibt. Wird schon nicht jetzt gerade hier der Fall gewesen sein. Sonst renne mal halt zweimal durch. Hallo Balken. Du darfst dich gerne weiter bewegen. Danke. Erobere die Vorposten. 12 Minuten Zeit. Ich hoffe, die brauchen wir. Die Karte ist jetzt ja nicht sonderlich. Aber es war auch eine Mission. Level 25 hat er als Empfehlung, also, ne? Ja, was mache ich denn hier? Die
Die scheint jetzt nicht das große Problem zu sein. Ach, geh mir halt auf den Keks. Eigentlich muss ich mich um den gar nicht kümmern, ne? Ja, jetzt ist egal. Jetzt habe ich mich halt um den gekümmert. Wo laufe ich denn gerade eigentlich hin? War irgendwie im Suchmodus, ich weiß nicht warum. So. Hier geht's gar nicht weiter. Oha! Ja, jetzt löse es doch einfach. Holy shit, Link, löse es doch einfach aus. Da ist einfach ein Krog in der Mission. Okay. Ich hätte ja gar nicht... Ich sehe es gerade auf der Karte. Ich hätte gar nicht nach hinten gemusst. Ja, lol. Ich war ja voll Glück, dass ich das gemacht habe. Ja, witzig. Ah, hier unten ist die nächste. Ich war komplett lost mal wieder. Die Moblins einfach gegen Link überhaupt keine Chance mehr haben, ne? Er ist einfach viel zu stark aktuell. Aber es soll mir recht sein. So, eine ist noch. Wie komme ich da hin? Muss ich hier durchlaufen? Okay. Ja, du kannst mich mal... muss ich da durchlaufen, sagte er und läuft völlig falsch. Da sind wir zu Hause. Oh, Leune. Okay. Wird noch mal ein bisschen spannend. Aber auch nicht sehr. Auch ein Leune. In dem Spiel jetzt nicht so überkrass ist. Glücklicherweise. Gar nicht, wenn wir das Bandschwert haben. Und tschüss. Na, das war's tatsächlich. Waren einfach die drei Vorposten. Okay. Kein Problem. Kein Problem mit einem etwas stärkeren Link. Gut. Jawohl. Schalte das noch was Neues frei? Nö, gut. Prima. Dann haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alle... Was ist das denn? Forscherhindernisse. Ah, okay. Stasis-Modul schneller. Ja, gut. Das ist, kann man im Moment drauf verzichten. Nichts, wo ich Probleme bekommen würde, wenn es nicht geht. Ach so, ich kann ja hier. Hier kann ich ja... Oh, naja, gut, das ist halt jetzt auch wieder... Man muss halt wieder alles einzeln aufklappen. Wieso habe ich das nicht... Ach so, das sind Missionen im Sinne von... Dann wollte ich Herausforderungen gucken. Abgeschlossen, 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 abgeschlossen. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Alles gemacht. Perfekt. Bleibt also nur noch die Hauptmission.
Dann frage ich mich nur, sollen wir jetzt damit anfangen? Oh. Da geht was. Sollen wir damit anfangen oder sollen wir nochmal in irgendeiner Mission einen Krog suchen? Na, hier fehlen halt ganz viele, aber das ist halt die riesige Wüste. In der riesigen Wüste jetzt Krog suchen bin ich eigentlich nicht so begeistert. Hier fehlt ja noch einer, ne? Das war ja eigentlich eine recht schnelle Mission, wenn man nicht. Ich meine zu wissen, wo er fehlt. Wir gehen da mal rein. Wir gehen da mal schnell rein. Nur normaler Kampf. Nur normaler Kampf. Der Titanenkampf bringt mir keinen Grog. Ich meine. Oh nein, aber muss ich jetzt wieder dem Typen hinterherlaufen? Oh nein, ich muss dem Typen hinterherlaufen. Ich muss dem Typen hinterherlaufen. Ich fürchte, ich muss dem Typen hinterherlaufen. Ah. Aber ich denke zu wissen, wo mir der Krog fehlt. Das Problem ist, man muss hier extremst aufpassen. Wenn die Mission nämlich durch ist, kann man nicht mehr weitersuchen. Das ist das Problem. Oha! Oh nee, halt die Klappe. Ich gehe mal gleich am Anfang hier zurück, aber ich glaube, den haben wir... Ja, da war einer, den haben wir schon. Ne? Oha, man kann die angreifen, Leute. Okay. Hier war sonst, glaube ich, nichts weiter. Ich meine, es wäre dumm, wenn hier jetzt was wäre. Aber ich meine, hier war nichts weiter. Ich würde auch sagen, es ist erst im zweiten Abschnitt, wo ich losgucken muss. Ja. Und darauf achten muss. Das ist erst im zweiten Abschnitt. Ist doch gut, Zelda. Quatsch mich nicht voll. Hier komme ich noch nicht durch. Ach, Alter. Ja. Aber ja, hier waren ja die ganzen Skelette, die Gegner. Das geht zum Glück alles sehr schnell. Mit einem starken Link. Alles gut. Lol. Alles klar, darum. Auch der Stahlmob, den interessiert mich weiter. Juckt alles nicht. Jetzt muss ich warten, bis der hier ist, ne? Ah. Ah. Geht halt weiter. Was willst du da bekämpfen? Da ist nichts mehr. Geh weiter. Dann bin ich damals schon hier nach hinten gerannt, aber da war dann nichts, ne? Geh nochmal nach hinten. Einfach auch, um mein Ding aufzuladen. Und damit wir auch nochmal sicher gehen. Aber wie gesagt,
gesagt, ich glaube hier, wenn hier was war, habe ich es schon geholt. Ja, geh halt einfach kaputt. Dankeschön. Ach, hier ist ein Gang, aber den kann ich noch nicht passieren. Nee, den kann ich aber auch so nicht passieren. Der ist auf der Karte nicht. Der geht's nicht weiter. Okay. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Bruder! Das ist ja dann auch der Level gewesen, wo die ganzen Schattendinger gekommen sind, ne? Jetzt geht das auf. Mehr kann ich hier nicht tun aktuell. Hier bin ich, glaube ich, auch schon mal nach hinten gelaufen. Ich mache es jetzt nochmal, weil ich es kann. Aber ich meine, da war ich schon. Aber ich muss halt unbedingt nochmal den Anfang suchen, wenn alle Gänge offen sind. Da auch nochmal sicher gehen, dass ich da nichts verpasst habe. Sagt, hier waren wir eigentlich. Nee, den anderen wollte ich haben. Gut. Wie weit habe ich den denn gefetzt? Zack! So. Genau, hier geht's nicht weiter. Den haben wir. Und hier hinten ging es auch nicht weiter. Und auch da war ein Krog. Und auch den haben wir. Gut, perfekt. Und hier ist eine... Ah, ist hier die Verbindung zum Anfang? Dann brauche ich eigentlich doch nicht mehr zurücklaufen, ne? Dann haben wir das ja eigentlich. Hier geht das Tor eh nicht auf, sodass es hier ist, die Karte zu Ende. Okay. Dann müssen wir hier noch reinlaufen. Da war auch ein Krog. Auch den haben wir. Jetzt weiß ich noch, dass wir ganz viele Krogs gefunden haben. Und auch hier war so ein Tor. Okay. Aber vielleicht gehen die auch gar nicht mehr auf, die Tore. Das kann natürlich auch sein. Dass das so ein Trugschluss von mir war. Dass ich dachte, diese Tore gehen nochmal auf. Das ist aber gar nicht der Fall. Das ist natürlich unmöglich. Dann laufen wir jetzt nochmal zum Anfang zurück und kontrollieren das, wie das aussieht. Sind wir ja schnell da. Ob
dass das Tor war, was ich meinte. Ich glaube ja. Ja, da stand ich gerade auf der anderen Seite. Oder? Nee, da stand ich nicht auf der anderen Seite. Bei beiden... Nee, nee, nee. Den Bereich habe ich noch nicht betreten. Genau den Bereich habe ich noch nicht betreten, der dahinter ist. Okay. Also muss ich da schon irgendwann hierhin zurückkommen können. Weil da ist ja Karte. Oder das ist nur eine Karte für eine Mission. Kann auch sein. Müssen wir kontrollieren, müssen wir gut beobachten. Was das genau für ein Bereich ist. Müssen wir gut beobachten. Also ich werde irgendwann nochmal nach hinten laufen und dann hoffen, dass es was bringt. Gegner, dabei ist es gar keiner. So. Abflug. Nee, nee. So. Ab dafür. Ja, Daruk, roll noch mal eine Runde. Ist in Ordnung. Kein Problem. Hast schon recht. So, geht jetzt das Tor hier auf? Das Tor geht auch noch nicht auf. Da müssen wir auch noch mal hingucken. Dahinter war auch noch mal Karte. Gut. Macht er jetzt hier auf? Und jetzt kommt doch aber der Abschnitt, wo dieses Giftzeug vor uns ist, oder? Genau. Ja. Können wir einfach weitermachen? Oh mein Gott. Dankeschön. Ja, jetzt geht hier nämlich ganz viel Zeug auf. Es gibt nämlich vier Orte, wo ich hin muss, wo mich ja dann die vier Dingens erwarten. Na? Aua. Jetzt gehen wir erstmal hier nach hinten. Muss ich nur gut aufpassen, wo ich auf der Karte unterwegs bin. Da nach hinten gehe ich gerade. Vielleicht gibt es ja eine Verbindung dann zu dem Bereich, wo ich hin will. Kann ja sein. Dann muss ich nicht extra zurücklaufen. Sieht aber aktuell nicht danach aus. Hier ist aber nur ein Vorposten, ne? Das ist jetzt eigentlich nicht weiter relevant, in Anführungszeichen. So. Den haben wir eingenommen. Hier war aber nichts.
gell? Hier war nix. Hier war nix. Okay. Ich kann nur hier laufen. Ich kann nur hier weiterlaufen. Hier ist zu. Dann gehe ich weiter nach dahin. Dann gehe ich weiter nach dahin. Da haben wir jetzt nämlich die Verbindung zu diesem Tor. Na, das ist, wenn wir jetzt hier auf die große Karte gucken. Kann ich die vergrößern? Nein. Also da war ich auf der anderen Seite schon mal bei diesem Tor. Da war ich auf der anderen Seite schon mal. Was mir immer noch fehlt, ist dieser ganze Bereich unten rechts. Diese Schlange, die fehlt mir noch. Da war ich noch nicht. Aber da komme ich jetzt von hier aus aktuell auch immer noch nicht hin. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt hauen wir den mal schnell weg. Dass wir hier Ruhe haben. Ach, das ist hier so ein Ding. Aber war hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus, ne? War auch nichts weiter. Okay. Gut. Das hier geht leider noch nicht rauf. Ich weiß nicht, wie ich das aufkriege, dass ich da nochmal durchkomme. Ich meine, ich kann halt wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Ne? Das geht immer. Das ist eigentlich das, was ich gerade am wenigsten möchte. Und ich habe halt damals mit der anderen Seite angefangen und wurde dann hier, als ich hier den letzten Gegner besiegt habe, einfach weggeportet. Deswegen fange ich jetzt mit der Seite an, falls ich hier was übersehen habe. Das ist nämlich meine Vermutung. Na, vielleicht kommt man bei dem Anfang da gar nicht hin. Das ist wirklich für später, für eine Mission oder sowas. Kann ja sein. Ich glaube nämlich, dass ich hier in dem Bereich was verpasst habe. Irgendwo hier. Irgendwo in diesen Wegen müsste irgendwas noch sein. Ist meine Vermutung, aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was stimmt. Das Gute ist ja, hier ist es nicht so freiläufig, ne? Also alles, was man hier sieht, sind ja recht enge Gänge. Man kann sich hier an sich nicht zu sehr, es kann jetzt nicht irgendwie was versteckt sein. Ja, weiß ich doch. Wissen wir doch alles schon. So. Da hat sich's auch schon mit dem Doppelgänger. Mehr war jetzt hier nicht. Lol. Das hat ja gedauert. Sieht man jetzt sonst irgendwas? Nee. Dann versuche ich jetzt noch zu dem ganz oben rechts zu gehen. Und wenn wir auf dem Weg keinen Krog finden, wird es wieder etwas kritischer. Weil das wäre, wie gesagt, meine Vermutung. Wenn man zu dem oberen Bereich nicht hinkommt, wäre das meine Vermutung. Na, hier ist jetzt das Zeug verschwunden. Hier kann ich jetzt rein. Jetzt kann ich kurz den Weg hier noch auslaufen. Aber auch der ist, glaube ich, geklärt. Der Weg hier. Da waren wir. Da waren wir auf der anderen Seite, ne? Und hier ist jetzt nochmal so ein Tor. Ah, das ist das Tor, was ich vorhin... Ja, das ist das Tor.
Okay. Genau, hier sind wir hochgelaufen. Hier war das Zeug im Weg. Passt. Dann ist der Weg jetzt eigentlich geklärt. Dann können wir jetzt hier runterlaufen. Und erstmal nach da. Beziehungsweise... Erstmal nach da. Hier hinten war ich, glaube ich, nie. Oder bin ich hier lang gelaufen? Ah, nee, war hier der... Ach, hier kamen wir her. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Ich verstehe. Ja, hier hinten war ich nie. Hier komme ich her, alles klar. Hier, okay, dann muss ich aber nochmal... Das heißt, den Weg bin ich am Anfang... Okay, hier bin ich gelaufen. Okay, jetzt weiß ich grob, wo ich bin. Okay, also muss ich nach da weiter. Gut. Hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix, hier ist noch Gegner. Gut. Das ist so ein Ding. Ja. Machen wir da gleich mal Platz, dass wir gleich mehr sehen. Na, weil so Gegner sperren ja auch manchmal so ein bisschen die Sicht auf alles. Wenn da zu viel los ist, sehe ich das Zeug nicht, was ich suche. Zu erinnern, dass ich zu diesem Elektro-Ding da oben mal gelaufen bin und den auch erledigt habe. Aber kann ja sein, dass ich da was übersehen habe. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal. Das hilft halt leider nichts. Soll ich denn... Wow. Also hier oben ist aber jetzt nichts mehr. Vielleicht war da eine Truhe oder so. Man weiß es nicht. Okay. Dann sind hier die ganz engen Gänge gewesen. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Dann war hier so Schleim. Genau. Da kam ich nicht durch. So. Und dann habe ich aber den Typ da hinten besiegt. Und dann wurde ich zurückgeportet. Weil dann war das der letzte und dann wurde man zum Endboss, also zum Endboss des Levels geportet. Und dann kam ich in den Bereich nicht mehr dahin. Deswegen will ich, genau, den Bereich will ich mir nochmal anschauen. Genau, das war nämlich das Problem. Und jetzt müsste ich nämlich hier nach hinten noch gucken können. Jetzt geht's einfach weiter. Ich glaube, es war so. Ich weiß es nicht, ob es genau so war. Wir werden es gleich sehen, wenn ich dann alle vier besiegt habe, ob ich wirklich wieder weggeportet werde. Aber ich glaube, so war's. So, das heißt, hier muss ich mich jetzt ganz gründlich umgucken. Ich glaube, hier in dem Bereich war ich nicht. Dieser Weg hier.
glaube, den Weg kennen wir nicht. Nicht sicher, aber ich glaube es. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so ein Rundweg. Und hier ist kein Secret, kann ja sein. Ja, weil hier sitzt das Ding schon weg, das Gift. Ah, blöd. Nee, jetzt sind wir schon rumgelaufen. Okay, hier war nichts. Ah, blöd. Dann ist der Bereich damit aber jetzt auch clear. Mehr ist hier ja nicht. Okay. Dann muss ich jetzt auf jeden Fall einmal da ganz außen den Bogen laufen. Bin mir auch bei dem Bogen nicht sicher, ob wir den jemals gelaufen sind. Weil man muss es ja nicht glauben. Ich glaube, man muss es nicht glauben. Hier waren wir, da war das Ding. Und jetzt gehen wir hier in diesen Bogen rein. Okay. Weiß nicht, ob ich hier gelaufen bin. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich muss mich hier jetzt echt gucken, dass ich keinen Quatsch mache. Das ist jetzt wichtig. Hier ist nichts. Gehe ich erstmal hier wieder raus und gehe diesen Weg entlang. Ach so. Ich hoffe, dahinter ist nichts. Ah, muss ich darauf achten, wann das hier verschwindet. Wahrscheinlich den Gifttyp besiegen. Also die ist das schon. Die Schattenversion. Aber vielleicht finden wir ja bis dahin schon den Krog, dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Hier waren wir auf jeden Fall nicht. Hier ist eine Truhe. Und ich habe sie übersehen, aber ich würde sagen, hier waren wir nicht. Ich glaube nämlich auch, ich bin den Weg hier hinten nie gelaufen. Ich würde mich doch freuen, jetzt hier noch einen Krog zu finden. Gehen jetzt hier vorsichtig weiter. Ganz vorsichtig. Der Gegner lenkt mich nicht ab. Ich muss was suchen. Geht weg. Ich sehe nichts. Hier überall Gegner sind, sehe ich nichts. Komm, lass mal den weg. Ah, hat nicht gereicht. Yes. Oh, nice, Stufe erhöht. So, jetzt müssen wir nochmal hier hochlaufen. Ganz vorsichtig gucken. Da war nichts nach. Dann hoffe ich jetzt mal, dass ich hier nichts übersehen habe. So.
dann erledigen wir jetzt mal den da drüben. Muss ich auf jeden Fall gewesen sein. Weil hier ist ja der. Kam, jetzt weiß ich es halt nicht mehr. Kam nach den Phantomen noch was oder wurde man dann geportet? Ich glaube, man wurde geportet. Was bedeuten würde, ich darf jetzt keinen mehr besiegen. Ja! Aber das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Ich laufe jetzt noch mal kurz den Bogen zurück. Und gucken, ob jetzt dieses Gift weg ist, ob ich da jetzt durch kann. Ich glaube, ich würde es auch auf der Karte sehen, weil dann das Lila weg ist. Ne? Ich glaube, das ist lila eingezeichnet, dieses Gift. Habe ich hier alles? Ich hoffe, ich habe hier alles gesehen. Man ist halt leider als Spieler nochmal deutlich blinder als Zuschauer. Das ist leider eine unschöne Tatsache. Oh mein Gott! Oh. Alles klar. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Nur weil die Fragezeichen aufgetaucht sind, ist es mir aufgefallen. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, den hätte ich wieder verpasst. Halleluja. So, jetzt schnell fertig machen hier den Quatsch. Muss ich jetzt nochmal gegen den Typen kämpfen eigentlich? Oder reicht das jetzt so? Ich hoffe, es reicht so. Ah, wobei, ich kann wahrscheinlich nicht raus, ne? Weiß es nicht. Ah, hier ist zu. Hier ist auch zu. Wollt ihr mich ver... Muss ich jetzt ganz außen rum? Oh, no. Oh, wie viel wir noch hätten ablaufen müssen, ne? Wenn ich es jetzt nicht gefunden hätte. Holy moly. Dann kommt jetzt gleich wieder, halt, hier muss ich rein. Wait, hier ist zu. Wie komme ich da rein? Hä? Hier ist zu. Hat das Ding einen anderen Eingang noch? Ah ja, da oben. Ich hab nichts gesagt. Das ist jetzt Mifa, ne? Mifa fehlt noch. Genau. Tschüss. Ja, und das. Und ich glaube, jetzt wird man nämlich einfach geportet und kann sich nicht mehr weiter umgucken. Ich glaube, so war das. Los! Genau, der Weg in den Wald ist frei, gehen wir und jetzt landet man einfach im Wald. Oho! Richtig? War es so? Oder musste ich noch hinlaufen? Nee, genau. Das meinte ich. Und dann konnte ich nämlich nicht weitersuchen. Genau das war das. Deswegen habe ich den Bogen da hinten auch nie gesehen. Wo jetzt der Krog am Ende war. Aber wurde es jetzt gespeichert? Kann ich jetzt raus oder muss ich den Kampf nochmal machen?
sich den Kampf jetzt noch mal. Na komm, Astor. Ich will nicht riskieren, dass ich das nochmal machen muss. Deswegen spielen wir den jetzt halt lieber nochmal. Und haben dafür aber dann den Kong auch sicher. Ne? Zack. Jetzt macht er wieder sein Schild. Geht's fort. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Wir zünden einfach alles weg. Denn den anderen brauche ich noch. Da. Ach, lass dich. Hä? Sehe nichts, aber ich treffe ihn. Es ist okay. Es ist okay, wenn ich ihn treffe, ist es völlig in Ordnung. Tschüss. So, da wird er einfach eine Truhe. Da wird er einfach eine Truhe. Gut, fertig. Wegen einem Krog. Aber hey. Was tut man nicht alles für 100%, ne? So, zack. Passt, passt. Schwitz. Wunderbar. Okay, jetzt gehen wir noch ganz kurz bei den anderen die Waffen aufbessern. Hier wie bei Link ist halt... Bei Link ist halt das Problem, es kostet halt jetzt schon unsagbar viel, da was aufzubessern. Und bringt kaum noch EP. Also, das würde ich jetzt kaum leveln wollen aktuell. Da verkaufe ich die Waffen dann lieber. Ja gut, da können wir... Da können wir mal kurz die... Hä? Wieso habe ich den denn ausgewählt? Kämpft die aktuell damit? Bin ich dumm? Damit soll sie kämpfen. Die können alle weg. Eins, zwei, drei. Ab dafür. Zack. Dann. Hä, habe ich überall die falsche Waffe ausgewählt? Bin ich lost? Was habe ich denn da gemacht für den Blödsinn? Es kostet alles gleich, ne? Ob ich jetzt die Starken verbessere, ob ich jetzt die Starken einsetze oder nicht. Also ist es doch viel effizienter. Ah, antikes Erweiterungsteil, das bringt viel mehr. Was heißt denn das 0 von 5 da oben eigentlich? Das sehe ich zum ersten Mal. Okay. Machen wir es so. Hm?
Können wir eigentlich gleich nochmal machen, ne? Machen wir noch die 12er da oben weg. So. Ach, machen wir es voll, was soll's. Zack, 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 Abflug. Dann kann Zelda erstmal wieder ganz lange sammeln, ihre Leitpakete. Mifa, ja, Mifa kann auch mal wieder ein bisschen was vertragen. 1, 2, 3, 4, 5. Kostet aber halt jetzt schon 1125 für 5 Mal. Eieiei. Da kommt es jetzt. Okay. Dann. Daruk hat auch schon ganz schön viel zum Sammeln. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. 1, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 750 Euro. Euro wahrscheinlich. Biene. Gut. Hier ist auch ein bisschen was, was wir machen können. Kostet auch 750. Machen wir nochmal. Ja, komm, machen wir es voll, dann hat er auch nichts mehr. Ist okay. Dann hat er auch wieder ganz viel Platz. Ah, nein. Hey, ich verstehe mal nicht. Der Schatzsäbel ist doch ihr Hauptding, oder der Mondsäbel? Bin ich jetzt dumm? Bisher habe ich den Schatzsäbel ja offensichtlich gelevelt. Dann passt es schon. Ach, da oben mit 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die Anzahl der Waffen, die ich einsetze. Ja, moin. Bis mein Geld gleich wieder weg, ne? Alles okay. Dafür haben wir es ja. Komm, mach mal auch hier voll. Was soll's. So. Abflug, Abflug. Zack. Okay. Was jetzt mit dir? Aha. Was ist hier die Hauptwaffe? Rasseln des Wohlbefindens. Ne, die gibt's überall. Hat die überhaupt eine Hauptwaffe? Der hat überhaupt keine Hauptwaffe in dem Sinne, oder? Verwendet aktuell zwar die hier. Aber der hat jetzt keine so Charakterwaffe, nennen wir es mal so. Scheint mir bisher der Fall zu sein. Moronus erstmal ein bisschen lassen. Vielleicht taucht da noch eine Hauptwaffe auf. Weil ansonsten... Ja, ne? Vielleicht sind auch die Charaktere, so wie die Fee, hat vielleicht auch keine Hauptwaffe. Doch, die hat dieses Prunkarmband als Hauptwaffe. Und Glanzarmbänder sind das, was sie verstärkt. Und das können wir jetzt schnell mal machen. Das sind ja nicht so viele. So, das ist noch nicht teuer. Das ist doch ganz günstig. Aber Maronus hat keine Hauptwaffe. Scheinbar. Denn die heißen alle Rasseln des Wohlbefindens. Das ist ja komisch. Okay. Ja, dann warte ich hier mal mit dem Verbessern. Ich kämpfe halt eh nicht mit dem Typ, von daher ist es egal. Gut. Uff. Das war eine schwere Geburt. Dann jetzt aber wirklich... Ah, guck mal. Spezialangriffsleiste plus 1. Yes, her damit. Es scheint funktioniert zu haben. Nehme ich mit. Perfekt. Perfekt. Je mehr aufladen können, umso besser. Haben wir jetzt noch irgendwas? Ist noch irgendwo was aufgeblinkt, weil wir jetzt mehr eingesammelt haben? Mehr Zeug haben? Nee, da blinkt nichts mehr. Gut. Wir haben jetzt alle Missionen nachgeholt, alle kleinen Missionen, die noch waren.
jetzt können wir wirklich nächstes Mal zur Jägerbande und die nächste Hauptmission spielen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.